Ich habe diesen Brief am Wiener Flohmarkt gekauft. Der Absender ist Salomon Rosenberg, Hitzinger Hauptstraße 44. Der Brief ist datiert vom Oktober 1941. Geschrieben hat ihn allerdings ein Mädchen an ihrem 16. Geburtstag hier in Wien. Salomon Rosenberg, so habe ich jetzt in der Volkshochschule Hitzing erfahren, wurde in der Nazizeit von Hitzinger Hauptstraße 44 deportiert. Es erheben sich einige Fragen, zum Beispiel, warum hat dieses junge Mädchen unter dem Absender Salomon Rosenberg diesen Brief zur Post gebracht? Übrigens wurde dieser Brief nicht weitergeleitet. Er wurde mit dem Hinweis, mehr als 4 beschriebene Seiten unzulässig, wieder an den Absender zurückgeschickt. Über den Inhalt des Briefes lässt sich sagen, der Inhalt dieses Briefes ist für die damalige Zeit leicht, heiter, es geht um Französischkurse, es geht um einen Arbeitskollegen, der in die Schreiberin verliebt ist. Es ist so, dass wir uns diese Zeit nur immer grau vorstellen und dieser Brief zeigt, dass also auch durchaus noch Leben bis zum Schluss stattgefunden hat, dass also die Lebenskraft dieser Schreiberin sich sehr lange erhalten hat. Der Brief ist gerichtet an Eva Schmiedl, Fräulein Eva Schmiedl, Newark, New Jersey. Diese Eva Schmiedl, so geht aus dem Brief hervor, ist schon emigriert. Sie hat in Sichtweite der Schreiberin gewohnt und sie schreibt jetzt in die USA. Es hat mich verwundert, dass man im Jahr 1941 überhaupt noch einen Brief mit Absender Salomon Rosenberg noch dazu nach Amerika, also in die USA, aufgeben konnte. Dass das überhaupt möglich war zu dieser Zeit, verwundert mich und widerspricht dem, was ich also bisher so gehört habe. Da gibt es also für mich noch einige Dinge, die man aufklären kann.